Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Thema von Lanou spricht. Und zwar ist es ein bisschen provokant oder provozierend. Ich mache das nicht absichtlich, aber die Frage wird ja oft gestellt, beziehungsweise in eine Richtung gestellt, die solche Vorträge notwendig macht. Also das heutige Thema ist Beten Gotteslästerung? Ist Beten Gotteslästerung? Ich lese dabei immer so ein bisschen zusammenfassend aus dem Buch des Lichts. Ich versuche, diese Problematik, die ja zu den unterschiedlichen Religionen von heute führt und zu diesen irrsinnigen Kämpfen gegeneinander, diese Problematik ein bisschen runterzusetzen, gleichzusetzen, damit man erkennt, dass alle Religionen das Richtige lehren, es nur falsch verstehen. Ja, ich das mal so sagen darf. Also, ist Beten Gotteslästerung? Meine Lieben, da geht es also hier, wenn wir beten, beten wir zu einem persönlichen Gott, ist ja klar, ne? Persönlichen Gott. Ja. Aber da kommt schon die Sachlage, die in ihren Kernpunkten in einem krassen Widerspruch steht. Und wenn wir halbwegs objektives Denkvermögen haben, dann werden wir verstehen, dass sogar Kinder, nimm mich als Beispiel, ich bin heute noch ein Kind, aber damals im Kloster, ich habe mich geweigert, einen an Kreuz genagelten Leichnam anzubeten. Ja? Wurde ich dann auch gleich bestraft dafür. Mit Knien auf Kieselstein, er juckt die Nase. Naja, mein Vater hat dann Einhalt geboten. Ne? Ja, so. Also, aber seid wie die Kinder, hat Jesus gesagt. Also wollen wir uns mal ein bisschen auf die Argumentation eines Kindes uns da überlegen, ob ein Kind bereits einen gelehrten Theologen mal richtig eins auswischen kann. Also schauen. So, also ich war schon als Kind, Entschuldigung, über Gott stutzig, weil dieser Glaube natürlich ist ja in uns eingeboren. Das ist ja klar, wir werden ja damit erzogen, nicht wahr? Das erinnert mich an den Fall einer Muslimin, die den Koran schon mit 6 Jahren auswendig konnte und sich dann als sie dann erwachsener wurde, vom Islam getrennt hat. Naja, gut. Also, man könnte denjenigen, der, sagen wir mal, einen Gott anbetet, fragen, wie steht's denn mit den Leiden der Tierwelt? Warum hat der liebe Gott der Christen zum Beispiel, auch der Muslime, die Tiere geschaffen, weil sie doch so viel leiden mussten oder müssen, ja, ohne hierfür nach Bibel, auch nach Koran, nach ihrem Tod in eine ewige Seligkeit, wie man sie ja den Menschen verspricht, einkehren zu dürfen. Sie erhalten keinerlei Entgelt, diese armen Tiere, ja. Nun kommt die Antwort natürlich von unseren lieben Christen und Muslimen, tja, der liebe Gott hat die Tiere um des Menschen willen geschaffen, ja. Könnte ein Kind bereits ein Fünfjähriges sagen. Aber warum hat denn der liebe Gott die Tiere nicht empfindungsfrei geschaffen? Damit sie wenigstens nicht leiden müssen, wenn wir ihnen die Kehle durchschneiden, damit wir sie auffressen können. Naja, so ist der Kleine nicht gesagt, aber ist so ähnlich. Ja? Schon mal im Schlachthof gewesen? Gut, so. Da müsste doch Gott infolge seiner Allmacht, müsste ihm doch das. Könnte doch sagen, er erschafft Tiere ohne Nerven. Du kannst dir den Arm abpacken, Bein abpacken, die sagen, oh, hoch, hab keinen Arm mehr. Ist aber nicht so. Wenn man sich das Leiden, so schreibt das Buch des Lichts, der Tierwelt möglichst anschaulich mal vorstellt, wie sie sich selbst ja unablässig vernichten, einer den anderen auffressen,
Ja? Und der Mensch, das größte aller Raubtiere der Erde. Die Tiere, vor allem die, die ihm dann noch zeitlebens als Haustiere dienen, zum Teil auch quält, und sie dann, um sie dann nach einem Leben unaufhörlicher Arbeit und unaufhörlichem Leiden zu ermorden. Ermorden. Ich denke da zum Beispiel an die Geschichte von dem, ja, ich bin halb Italiener, aber italienischen Droschenkutscher, ja, der täglich sein armes Pferd misshandelt hat, das ihm seinen Lebensunterhalt bringt, immer geknüppelt, geschlagen. Das Buch des Lichts lehrt, dass man es auch nicht wohl durch Gleichnisse dartun kann, wie tief die Leiden der Tierwelt reichen. Und diesen Ozean des Leidens, meine Geliebten, soll ein allmächtiger, gütiger Gott über durchaus schuldlose Wesen, weil Tiere haben keine Schuld auf sich geladen, oder? Also nach der Lehre der Anhänger des Gottes, den sie anbeten, ja, haben die ja keine Vernunft und keinen freien Willen. Wie müsste wohl diesem Gott zumute sein, meine Geliebten? Lehrt das Buch des Lichts. Wenn so ein gequältes Tier von ihm hintritt und sagt, du kannst es mich ansehen, mit ansehen, wie mein ganzes Leben zu einer Kette von Leid sich gestaltet, ja, du allein bist mein Peiniger. Du, Gott. Ja, du hast mich geschaffen und zu diesem Leben bestimmt ohne das geringste Verschulden meinerseits und obwohl du zufolge deiner Allwissenheit dieses mein entsetzliches Leben voraussahst, du hast es vorausgesehen. Und dann hast du mich noch in die Gewalt des größten Monsters und Teufels, den es überhaupt auf Erden gibt, also des Menschen, gegeben, überantwortet, mit grausamen Worten. Denn, meine Lieben, lesen wir einmal die Bibel. Was sagt Noah? Was sagt Gott zu Noah und seinen Söhnen? Und Furcht und Schrecken vor euch soll kommen über alle Tiere auf Erden und über alle Vögel unter den Himmel, über alles, was sich auf Erden regt und über alle Fische im Meer. In eure Gewalt sind sie gegeben. Ja? Diese grauenhaften Entscheidungen Gottes können wir gleich vorwegnehmen. Einen solchen Gott gibt es natürlich nicht. Darum ist Beten zu einem solchen Gott eine schwarze Magie, Gotteslästerung. Ja? Denn es gibt schon einen Gott, es gibt schon eine Urquelle. Und die lästert man mit solchen Dingen. Gut, so. Der Teufel Mensch ist ja der größte Teufel auf Erden. Ja. Dem verheißt Gott ewige Seligkeit, wenn er nur im Übrigen die Gebote treulich erfüllt. Ja. Und die Tiere stößt er nach diesem erbärmlichen Leben, dem die Menschen preisgegeben hat, wieder hinab in ewige Vernichtung. Oh, bleibt die angebliche Allgüte eines solchen Gottes. Ja, nur ein Funken der gerühmten Gerechtigkeit. Und da sagt das Tier, ich verfluche dich, oh Gott. Verfluche dich noch in jenem letzten Augenblick, wo das Schlachtermesser des Teufels, Mensch, mir mit deiner Billigung die Gurgel durchschneidet. Meine Lieben, ich musste mal so intensiv zu euch sprechen, ja, damit ihr euch von dieser irren Lehre des Christentums und des Islam trennt und euch dann wieder ihr zuwendet, wenn ihr deren wahre Bedeutung versteht. Und die wird enthüllt im Buch des Lichts und in meinem Buch Der Sinn des Lebens Nirvana. Ich liebe euch alle. Shining in cosmic rays,
Menschen besah. Nothing to fear, masters of destiny. That's what we used to be, you and I. But when karma called, we were meant to fall, 'cause we didn't obey the law. Rebels of the universe, rebels of the universe, that's what we are. Rebels of the universe, rebels of the universe, we've gone too far, too far. Fighting in dignity. One day we shall be free, you and I. Life after life, we shall return again, until we understand who we are. We are rebels of the universe, rebels of the universe, that's what we are. Rebels of the universe, rebels of the universe, we've gone too far, too far. But the day will come, and in the end, we will be gods again, again. Rebels of the universe, rebels of the universe, that's what we are. Rebels of the universe, rebels of the universe, have we gone too far, too far?